lieben Duftnasen da draußen, ich habe ja bereits angekündigt, dass ich zu Anfang September eine etwas größere Scentsy-Bestellung aufgegeben habe, nämlich gleich 20 neue Bars. Und die möchte ich euch zeigen. Es sind Bars, die im ständigen Sortiment sind. Es sind Bars, die auch in den letzten Jahren bereits im Herbst-Winter-Sortiment waren. Und es sind Bars dabei, die komplett neu sind. Ja, ich weiß, Scentsy interessiert nicht jeden. Es tut mir leid. Ihr könnt dann ja einfach abschalten und beim nächsten Video zuschalten. Und allen anderen zeige ich jetzt die 20 Bars. Ich bewaffne mich mit meiner Brille und habe als erstes den Lemon Verbena. Alles schön in grün. Lemon Verbena ist für mich so ein super frischer, sehr zitrischer, nach Limetten riechender, frischer Duft, den ich in Küche und Badezimmer sehr zu schätzen gelernt habe. Ich habe auch eine Duftbeschreibung. Frische Zitronenschale, lebhafte Kaffernlimette und Eisenkraut. Also kurz und knapp, sehr zitrisch, sehr frisch, sehr sauber. Ja, wie gesagt, mag ich im Badezimmer und Küche total gerne und da werde ich den hier dann auch verdüften. Der zweite ist der Just Breathe in einem etwas helleren Grünton. Von dem hatte ich mir ein bisschen erhofft, dass er so ja, Richtung Vic Vaporub geht. Ich lese euch mal die Duftbeschreibung vor. Atmen Sie tief ein und genießen Sie den wohltuenden und verjüngenden Duft von Eukalyptus, pikanter Zitrone und Minzblättern. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, Vic Vaporub, die nächste Erkältung kommt ja bestimmt. Er riecht für mich aber nicht wie Vic Vaporub. Er hat schon dieses frische, ätherische, natürlich von Eukalyptus und Minze. Ich finde aber, dass die Minze für mich jetzt tatsächlich so ein bisschen kaugummiartig riecht. Also ich hatte diesen Duft vorher noch nicht. Ja, ich hoffe, es wird trotzdem gut funktionieren, wenn der nächste Schnupfen einsetzt, dass er einem vielleicht so ein bisschen die Nasennebenhöhlen freipustet. Dafür war er nämlich gedacht. Der nächste ist der Coconut Cotton in so einem schönen hellblau. Cotton-Düfte sind nicht immer meins. Ich habe aber gemerkt, wenn Cotton gut abgemischt ist, dass es mir gefällt. Ja, und hier riecht er auf den ersten Schnupperer sehr gut abgemischt. Die Cotton-Note ist ganz dezent im Hintergrund und auch überhaupt nicht beißend oder stechend. Was man vor allem riecht, ist weiche, cremige und leicht süßliche Kokosnuss. Und das gefällt mir. Ich lese auch hier die Duftbeschreibung vor. Sonnengewärmte Baumwolle, cremige Kokosmilch, leuchtende Zitrusfrüchte und weißes Sandelholz versetzen Sie in eine tropische Strandhütte. Also Sandelholz rieche ich jetzt kalt nicht raus. Vielleicht kommt das im Warmzustand, vielleicht wird es ein wenig parfümig. Ich weiß es nicht, ich hatte diesen Duft noch nie. Aber die Kokosnuss ist definitiv sehr cremig und wie gesagt, die Baumwollnote, die eigentliche Cottonnote ist mehr im Hintergrund. Kalt geschnuppert finde ich den sehr schön und ich könnte mir vorstellen, dass der in fast allen Räumen funktioniert und sowas Frisches reinbringt. Ja. Dann habe ich den Clean Breeze. Weiße Blumen mit einem Hauch von Frühling. Der Duft frischer, sauberer Wäsche. Ja, da habe ich zu sehr auf die weißen Blumen, glaube ich, vertraut. Denn der hat für mich die klassische Cotton-Note. Gemischt mit einem Waschmittelduft. Also es riecht für mich nicht nach purer Baumwolle, sondern es hat für mich auch was Waschmittelartiges. Ich werde ihn mal warm testen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir beide uns wirklich anfreunden. Wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Landet der gestückelt in Tauschpaketen. Ja. Aber der hat tatsächlich mehr diese Baumwoll-Waschmittelnote. Schade. Dann habe ich Graduation. Der sieht so aus. Knackiger Apfel liefert eine neue Perspektive für reichhaltiges Velourleder und Vintage-Moschus.
Apfel mag ich, Leder mag ich, Moschus mag ich. Und das Verrückte ist, dass ich kalt nichts von diesen dreien rausrieche. Ja, vielleicht das Leder, weil ich es halt weiß, dass es drin sein soll. Aber ich rieche jetzt nicht wirklich Apfel. Und die Ledernote ist auch, würde ich sagen, nur ein Hauch drin. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das im Warmzustand alles ein bisschen mehr kommt und ob das durch den Moschus dann vielleicht auch noch parfümig wird. Ich finde ihn kalt geschnuppert nicht schlecht, aber ich rieche nicht das raus, was drin sein soll. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Duft kennt und wie ihr den empfindet. Schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Dann habe ich Apple Picking. Wandern Sie in herbstlichen Wäldern, um goldene Äpfel mit einem Schuss warmer Würze zu sammeln. Das ist übrigens so ein rotbraunes Wachs. Und der ist richtig toll. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich durch den Wald gehe, steht da seltenst ein Apfelbaum mitten im Wald. Aber so riecht es. Ich rieche den Apfel, aber ich rieche auch was richtig schön herbstlich-waldiges. Und obwohl ich, wie gesagt, in der Natur noch nie einen Apfelbaum mitten im Wald stehen hatte, riecht das in Kombination richtig toll. Das ist mein Beuteschema. Das ist ein richtig, richtig toller Herbstduft. Es hat wirklich was von einem herbstlichen Wald mit einer Apfelnote. Finde ich großartig. Ich freue mich schon, den warm zu machen. Ich glaube, der passt richtig, richtig, richtig toll in den Herbst. Und ja, auf den freue ich mich sehr. Dann habe ich Jeweled Pomegranate. Schimmernder Granatapfel funkelt mit gezuckerter Mandarine und einem Hauch von Zimt. Ja, und auch der ist ein sehr schöner Herbst-Winterduft. Man riecht den Granatapfel. Ich finde ihn allerdings nicht so spritzig, wie er sonst sehr oft interpretiert wird. Bei der Mandarine bin ich mir nicht sicher, ob ich sie durchrieche. Es hat so einen frischen Zitrusmoment. Es könnte tatsächlich die Mandarine sein. Und Zimt ist nur ganz minimal. Es ist nur so angehaucht. Zumindest im Kaltzustand. Vielleicht wird die Note im Warmzustand wärmer. Das weiß ich nicht. Diesen Duft hatte ich auch noch nie. Aber ich finde ihn kalt geschnuppert super toll für den Herbst. Und ich glaube, dass der auch im Winter noch sehr gut funktionieren wird. Jeweled Pomegranate gefällt mir kalt sehr gut. Ja, und auch auf den freue ich mich sehr. Dann habe ich Appleberry. Ein Fass voll frisch gepflückter, kaminroter Äpfel, ergänzt durch Preiselbeere und Granatapfel, duftet bärenstark. Ihr merkt, es ist ein bisschen apfellastig geworden, aber ich wollte halt noch ein paar Herbstdüfte haben. Und der riecht auch sehr schön. Für mich, obwohl hier ja steht kaminrote Äpfel, für mich riecht das eher wie so etwas säuerliche, grünliche Äpfel. Mit Preiselbeere halt drin und auch den Granatapfel riecht man ein wenig durch. Es hat für mich mehr Apfel als Beerennote, was ich aber gut finde, denn zu viel dunkle Beeren ist mir einfach oft too much. Für mich riecht das einfach wunderschön nach herbstlichen Äpfeln. Obwohl die Äpfel, wie gesagt, für meine Nase kalt geschnuppert jetzt ein wenig spritzig daherkommen. Ist vielleicht auch im Warmzustand anders, weiß ich nicht. Ich hatte den noch nie. Aber Appleberry, übrigens mit rotem Wachs, gefällt mir sehr, sehr gut. Den nächsten Duft hatte ich schon im Tauschpaket von der lieben Vanessa. Ich hatte ihn noch nicht warm. Aber der hat mir kalt so gut gefallen, dass ich ihn nachbestellen musste. Das ist nämlich der Cranberry and Tinsel. Aromatische Preiselbeeren, sibirische Tannennadeln und Zedernholz glitzern und glänzen. Und der ist echt toll. Ihr habt diese Cranberry-Note und ihr habt auch ganz klar diese Nadelbaumnote. Und ich finde, zusammen ist das einfach ein wunderschöner,
ja, nee, nicht herbstlicher, aber schon winterlicher Duft. Ja, gefällt mir. Wie gesagt, ich habe den schon im Tauschpaket gehabt, zwar noch nicht warm, aber ich fand den kalt so toll. Kann man mitbestellen, dachte ich, und da freue ich mich. Den nächsten Duft, den kenne ich zur Genüge. Der wird nämlich in dieser Herbst-Wintersaison bereits zum vierten Mal in Folge gedüftelt. Also 4 Herbst-Wintersaisons hatte ich ihn bereits und ich liebe ihn immer noch, nämlich der Winterberry Apple Tea. Ein Wintertee mit Cranberry, Apfel und Honig. Und ich finde den so wunderschön. Er hat auch eine Zimtnote. Für mich ist das ein richtig toller Apfel-Beeren-Punsch. Wobei ich die Äpfel stärker wahrnehme als die Beeren. Es ist nicht so, dass ich die Beeren gar nicht rieche, aber den Apfel stärker. Der Honig macht das Ganze ein wenig cremig und süß. Und dazu eine wunderschöne Prise Zimt. Also den kann ich wirklich von Herbst durchgehend bis den kompletten Winter düfteln. Ich liebe ihn einfach. Ja, er musste unbedingt wieder her. Ich habe noch ein angebrochenes Bar davon. Da ist allerdings nicht mehr viel drinnen. Und hier ist der Nachschub. Ich freue mich total. Dann habe ich den Polar Bear Hug. Das ist der ehemalige Eskimo Kiss. Der hat nur seinen Namen geändert. Brombeermarmelade, karamellisierter brauner Zucker, Vanille und Amber vereinen sich zu einem romantischen Duft. Und Eskimo Kiss fand ich immer sehr, sehr toll. Er riecht erstmal, wenn man dran schnuppert, kühl und frisch. Also der Polarbär passt dann schon. Und dann wird er aber sehr weich, ein bisschen süßlich, nicht zu süß und einfach unglaublich kuschelig. Und dass es eine Brombeermarmelade ist und karamellisierter brauner Zucker, ja, da wäre ich, glaube ich, blind nie drauf gekommen. Ich finde den einfach nur unglaublich schön. Wie gesagt, erst sehr frisch und dann irgendwie kuschelig und behaglich und leicht süßlich und er geht im Winter eigentlich immer und ich bin froh, dass es ihn dieses Jahr wieder gibt, wenn auch mit neuem Namen. Ja, auf den freue ich mich auch. Den nächsten hatte ich ebenfalls bereits im Tauschpaket und fand ihn gut. Deswegen musste er wieder her. Das ist der Autumn Hearth. Ein Klassiker. Apfel, Zimt und Tonka leiten den Herbst ein. Und so riecht es auch. Allerdings finde ich, dass hier die Apfel-Zimt-Note ein wenig herber ist, nicht ganz so süß. Tonka rieche ich kalt noch nicht einmal raus. Ich rieche vor allem Apfel und Zimt und das Ganze so ein... Ja, es ist nicht herb, aber herber. Vor allem nach dem Winterberry Apple Tea, der durch den Honig eine sehr süßliche Note hat. Ich glaube, dass er vor allem im zweiten Teil vom Herbst, wenn es so ein bisschen schmuddelig draußen wird und auch schon ungemütlich und kühl, dass er da am besten für meine Nase aufgehoben ist. Ich bin sehr saisonal und ich glaube, da passt er für mich am allerbesten hin. Wird also noch 1-2 Monate liegen bleiben, bis der an die Reihe kommt. Aber auch auf den freue ich mich. Wen ich ebenfalls schon kenne und nachbestellen musste, ist der Autumn Road Trip. Begeben Sie sich auf eine Tour durch Haine von Herbstäpfeln, frisch gepflückten Anjou-Birnen und durch einen Wald von hohen Silbereichen. Und das ist ein wunderschöner Duft. Man riecht Apfel und Birne richtig gut raus und auch ein Hauch Holziges. Ich finde, man riecht auch ein bisschen Laub raus, auch wenn das gar nicht aufgeführt wird in den Inhaltsstoffen. Und grob erinnert mich der Duft immer so ein bisschen an Yankee Candle. Ja, wie so oft. Vor der Kamera fällt mir der Name auf einmal nicht ein. Aber da gab es auch mal einen Herbstduft mit Birne und ich finde, er geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Er ist kein Dupe, aber eine sehr ähnliche Richtung. Finde ich toll. Mag ich sehr gerne.
Und im Vergleich zum Autumn Hearth, der für mich so in die zweite Hälfte des Herbstes gehört, gehört er für mich in die erste Hälfte, weil das noch so ein schöner, heller Duft ist, ja, den ich auch mit Sonnenstrahlen verbinde. Also September und vielleicht auch noch, wenn es einen goldenen Oktober gibt, bis in den Oktober rein. Ab November wäre es dann tatsächlich eher der Autumn Hearth. Ja, jetzt habe ich ein ganzes Bar und freue mich wahnsinnig darüber. Das ist jetzt einer von den neuen Düften. Das ist der Let's Escape. Exotischer Safran, gezuckerte Orchidee und warmes Amberholz entführen Sie in ferne Länder. Und ich rieche kalt weder Safran noch Orchidee noch Amber, obwohl doch den Amber ein bisschen. Aber trotzdem ist das ein mega toller Duft und genau mein Beuteschema. Ich finde den schön, der hat was Warmes, ohne dass der auf zu viel Zimt oder Nelke basiert. Das ist hier nämlich überhaupt nicht drin. Und was Freundliches, und das wird wahrscheinlich das Amber sein. Amber empfinde ich immer so als Sonnenuntergang und freundlich. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich kann ihn kaum beschreiben, aber ich finde ihn wirklich toll. Übrigens so ein knallrotes Wachs. Mag ich super gerne. Dann der Scarlet Sunflower, ebenfalls ein neuer Duft. Das ist ein gelbes Label, erkennt man hier kaum. Ne? Das sieht so grünlich aus. Und so ein orange-gelbes Wachs. Saftiger Apfel und ein Hauch von roter Preiselbeere werden von einer scharlachroten Sonnenblume, die sich der Sonne zuwendet, aufgehellt. Ich weiß nicht, was eine scharlachrote Sonnenblume ist. Also, ich kenne nur klassische Sonnenblumen. Ich wusste nicht einmal, dass es scharlachrote gibt. Ja. Und wer jetzt denkt, nur weil er Scarlet Sunflower heißt, dass das ein floraler Duft ist, nein. Er hat natürlich florale Noten mit drin, aber das Erste, was ich wahrnehme, sind die Fruchtnoten, also Apfel und Preiselbeere. Wovon man den Apfel auch erkennt, die Preiselbeere. Ja gut, ich weiß es jetzt. Ich glaube, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sie nicht erkennen. Für mich hat das was von einem sehr freundlichen, sonnigen Duft wieder, mit Apfel und etwas Floralem im Hintergrund. Wäre also für mich auch für die erste Hälfte des Herbstes und finde ich kalt geschnuppert mega schön. Ich bin gespannt, wie der warm sein wird. Ist wie gesagt einer der ganz neuen Düfte und die habe ich eigentlich alle noch nie warm getestet und ich hatte sie auch kalt noch nie. Ich habe sie einfach blind nach der Duftbeschreibung bestellt. Finde ich aber gut. Blackberry Sandalwood. Dunkle Pflaume, Brombeere und wilder Rhabarber verrührt mit Sandelholz führen die reichhaltigsten Angebote der Erde vor. Ich habe jetzt natürlich auch schon Videos von anderen gesehen, die diesen Duft haben und die riechen den Rhabarber raus. Ja gut, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe und lange reinschnupper, dann kommt tatsächlich diese säuerliche Note, die man vom Rhabarber kennt. Die ist für mich aber unaufdringlich im Hintergrund. Also wenn ihr Angst habt vor Rhabarberdüften, braucht ihr, glaube ich, nicht. Man riecht vor allem dieses Beerige der Brombeere. Die Pflaume nehme ich nicht ganz so wahr. Und es hat so was Warmes und ein minimal Parfümiges, wahrscheinlich durch das Sandelholz. Was aber hoffentlich warm noch ein bisschen stärker durchkommt. Gefällt mir auch. Ist nicht mein liebster Duft von den neuen Düften, aber gefällt mir durchaus sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin bei allen jetzt gespannt, wie die warm in der Lampe sind. Ja. Dann habe ich hier Tinselberry. Der Duft ist ein Phänomen und irgendwie ungewöhnlich, aber total cool. Erdbeere und Preiselbeere werden für etwas extra Glanz in Zimt und süßen Zucker getaucht. Ja,
Und es ist genau das, was ihr riecht. Also als erstes kommt mir die Erdbeernote entgegen. Und zwar mit Zimt und Zucker. Und das ist, glaube ich, wirklich keine häufige Kombination. Ich habe so einen Duft noch nie gerochen. Ich kenne Erdbeer als Frühlingsdüfte, als normale Erdbeerdüfte. Aber noch nie als Herbst-Winterduft mit Zimt in Kombination. Und irgendwie ist das cool. Es hat was. Hätte ich nicht gedacht, dass der so toll ist, als ich den bestellt habe, dachte ich, na, ob das gut geht. Erdbeere und Zimt, das passt doch gar nicht. Ich finde den kalt wirklich außergewöhnlich und gut. Ja, der wird schon sehr bald in der Lampe landen, weil bei ihm bin ich einfach tatsächlich am gespanntesten, wie er sich warm entwickelt. Einfach, weil ich diese Kombination so noch nie gerochen habe. Also, ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Dann der Enchanted Woods. Leuchtendes Amber und ein Hauch von cremiger Kokosnuss schlängeln sich durch einen mystischen Wald aus Sandelholz und Birkenholz. Und von dem Duft habe ich schon Unterschiedliches gehört. Die einen sagen, das ist ja ein super schöner Waldduft. Und andere sagen, irgendwie hat er was Muffeliges und die Kokosnuss passt nicht hinein. Entsprechend gespannt war ich. Ich habe natürlich schon dran gerochen. Und was soll ich sagen? Für mich ist das ein super schöner Duft. Null muffig und ich finde, dass die Kokosnuss da sehr gut reinpasst. Ist halt eine Geschmackssache. Ne? Jeder von uns nimmt Düfte anders wahr und empfindet sie auch anders. Für mich riecht er tatsächlich so ein bisschen waldig. Aber nicht zu dunkel oder zu heftig waldig, sondern durch Amber und Kokosnuss bekommt er irgendwie was Freundliches und für mich Gemütliches. Für mich ist das eine mega gemütlich waldige Note. Ich finde den gut. Ich denke, dass ich den auch warm gut finde und ja, ich bin froh, dass ich ihn mir bestellt habe. Enchanted Woods ist wieder genau mein Beuteschema. Noch zwei Düfte, dann sind wir durch. Allerdings müsste ich die Kamera nochmal neu starten. Sonst wäre sie nämlich gleich ausgegangen. Dann habe ich hier den Blue Sage and Tonka. Schwelgen Sie in der Tiefe von Mitternachtssalbei und schwarzem Lavendel über der berauschenden Süße der Tonka-Bohne. Und dann ist es ähnlich wie mit der scharlachroten Sonnenblume. Es gibt schwarzen Lavendel. Habe ich noch nie gehört, geschweige denn gesehen. Aber der Duft, Blue Sage and Tonka, ist schön. Ich kann ihn aber auch gar nicht so genau definieren. Er hat was Kräuteriges und Krautiges. Das könnte natürlich sowohl der Salbei sein, als auch die Lavendel. Lavendel als eigene Komponente würde ich jetzt aber so kalt nicht rausschnuppern. Es ist eine gewisse Süße da, die wahrscheinlich von Tonka kommt. Und er ist auch nicht unangenehm, aber ich kann diesen Duft nicht greifen. Ich finde das auch sehr schwer zu erklären, wie er schnuppert. Und je länger man dran riecht, umso mehr kommt diese Süße von der Tonka durch. Ja, ich bin gespannt, der könnte in der Lampe tatsächlich mega werden oder dass ich sage, ja, nichts Besonderes. Ich lasse mich überraschen, aber ich finde ihn jetzt nicht übel. Sagen wir mal so. Und der letzte, auf den war ich eigentlich am meisten gespannt. Ihr wisst, ich liebe Kaschmirdüfte und dann gibt es den Cashmere and Corduroy. Und ich bin ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was Corduroy ist und musste es tatsächlich erstmal durch den Google Translator jagen. Mit dem Ergebnis, Corduroy ist Cord, also der Cordstoff. Es ist also ein Kaschmirduft mit einem Wäscheduft. Hüllen Sie sich ein in die Gemütlichkeit von cremiger Vanille, sizilianischer Bergamott und Kaschmir-Sandelholz. Also in der Duftbeschreibung steht dann gar nichts mehr vom Cord. Und ja, er hat dieses Kuschelige, was Kaschmirdüfte haben. Und man riecht auch die Vanille raus.
die zitrische Bergamotte ist für mich jetzt kalt überhaupt nicht wahrnehmbar. Und obwohl er kuschelig ist, ist er aber nicht so kuschelig wie andere Kaschmirdüfte. Er ist auch nicht so parfümig wie andere Kaschmirdüfte. Also ich finde ihn toll, aber ich finde ihn auch schwer zu beschreiben. Weil er hat auf der einen Seite ganz klar dieses Kaschmirartige und auf der anderen Seite ist er so anders als alle anderen Kaschmirdüfte, die ich je gerochen habe. Es kann natürlich sein, dass der in der Lampe mega kuschelig wird. Momentan ist er so für mich auf der Kuschelheitsstufe. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Er wäre für mich schon im oberen Drittel, aber eben nicht bei 100% Ausschlag. Wer kennt ihn? Wie empfindet ihr ihn? Lasst es mich bitte mal in den Kommentaren wissen. Ja, und das waren schon meine 20 Bars. Und eigentlich bin ich von allen begeistert, mit Ausnahme von, Ausnahme vom Clean Breeze. Der hat für mich tatsächlich eine sehr starke Cotton-Note und ein bisschen Waschmittel. Der könnte mir tatsächlich zu beißend oder stechend werden. Dem stehe ich noch sehr, sehr skeptisch gegenüber. Alle anderen finde ich toll. Also den Kaschmirduft finde ich toll, obwohl er so anders ist. Der Enchanted Woods ist genau mein Beuteschema. Tinselberry ist einfach so besonders mit dieser Erdbeer-Zimt-Note. Auf den bin ich, wie gesagt, am meisten gespannt jetzt erstmal. Ja, und auch all die anderen, sie gefallen mir. Ich finde sie wunderschön. Ihr wisst, ich bin eh sehr begeistert von den Scentsy Bars. Es gibt auch nur ganz wenig Düfte, die ich da wirklich schrecklich finde. Ich sage nur Chillin' and Grillin'. Einer der furchtbarsten Düfte, die es überhaupt gibt. Und ich weiß auch bis heute nicht, was sich Scentsy damals dabei gedacht hat. Aber im Großen und Ganzen, so zu 95% liebe ich einfach die Scentsy Bars. Ja, und jetzt habe ich einen ordentlichen Packen Nachschub. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, die alle nach und nach in die Lampe zu geben und zu genießen. Schreibt mir gerne, was ihr von den Bars haltet. Kennt ihr die Düfte? Hattet ihr sie schon warm? Wie gefallen sie euch? Habt ihr euch auch schon was aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog bestellt? Ich freue mich immer über eure Kommentare und dann sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.